Und hey, yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu der neuen Folge Ark. Ja, in der letzten Folge, die jetzt nahtlos an diese angeknüpft hat, wurden wir ziemlich krass auseinandergenommen von so ein paar Dinos, obwohl es am Anfang ziemlich einfach aussah. Die Base ist noch nicht wieder aufgebaut, aber egal, wir werden jetzt so ein bisschen Suicide Mission machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Waffen. Hier, Munition, genau. Haben wir natürlich nicht das, was wir brauchen. Egal, wir brauchen nur ein paar Schuss, das geht ganz schnell. 4, 9, das reicht sogar. Okay, dann sind wir wieder ein bisschen besser ausgerüstet als vorher. Wir haben nämlich all unsere Schuss verbraucht. So, und wir schwingen uns jetzt hier auf unser Bloodstalker Low Level. Ja, kann jetzt ein bisschen tricky werden. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er diese Folge überleben wird. Aber wir müssen ja nicht gleich schwarz sehen. Wir hoffen einfach mal auf das Beste. Hier ist der Höhleneingang, Leute. Da vorne sind auch schon zwei, ich weiß nicht, ob ihr sie seht, zwei Rexer am Start, die jetzt mitten in den Höhleneingang reinlaufen. Was nicht so geil ist. Ja. Ich habe das Ganze noch nie probiert. Ich war noch nie in der Höhle drin. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Aber ihr seht, hier ist auch jede Menge Metall. Also hier auf dem Feuerbiom findet ihr echt viel Metall. Aber wir wollen jetzt hier in diese Höhle rein. Und müssen jetzt erstmal an diesen T-Rexen vorbei. Ja, das ist ein großes Problem. Vor allem, da in der Höhle schon genug Scheiße ist, auf die wir eigentlich keinen Bock haben. Jetzt müssen wir erstmal an Rexen vorbei. Na toll. Sehr gut. Na gut, packen wir es an. Wir gehen rein. Wir schwingen uns einfach mal schnell durch. Ich habe halt keinen Plan, was uns hier erwartet. Also ich habe schon ein paar Videos gesehen, was uns hier erwarten könnte. Aber ja. Jo Leute, wir haben unseren Eingang endlich gefunden, mit ein bisschen Stress. Ja, ich habe jetzt keinen Plan, wie ich jetzt hier überhaupt eigentlich reingekommen bin. Ich habe einfach irgendeine hohe Höhle genommen, aber im Prinzip diese ganzen Kristalle hier, das ist das Anzeichen dafür, dass ihr jetzt auch wirklich richtig seid. Und jo, wir begeben uns einfach mal in die Höhle rein, mal schauen, was uns erwartet. Das ist das erste Mal, also ich gehe nicht davon aus, dass wir das Ganze jetzt überleben. Und ja, ihr seht auch schon, hier sind ziemlich viele Flatterviecher. Und auch Insekten, die ich von hier aus crammen kann, das mache ich auch mal direkt. So, ich versuche jetzt einfach mal die Höhle zu clearen, wir sehen uns gleich danach wieder. Oh shit, Leute, da vorne ist schon ein Magmasaurus. Ja, unsere Rüstung ist auch fast komplett zerstört. Das lag daran, dass hier so ein komischer Tausendfüßler unterwegs war, der uns leider ein bisschen zugesetzt hat, während wir hier so eine Spinne platt gemacht haben. Ja, ich hoffe, das stört uns jetzt nicht weiter. Also wenn es jetzt keiner explizit angreift, dürften wir kein Problem haben. Und ihr seht, wir kriegen hier jede Menge Chitino-Zeug raus. So, da kommt einer auf uns zu. Wir verpissen uns mal ganz schnell über den schnellen Weg. So, auf Skorpion habe ich auch keinen Bock. Ah, da sind noch mehr von den... Ja, ich versuche mal hier ein Stück wegzukommen. So, okay, wir sind safe an der Wand. Ah, jetzt kommen hier Fledermäuse. Okay, die müsste ich eigentlich auch noch platt kriegen, solange das Ungeziefer da unten nicht an mich drankommt. Wow! Nee, so haben wir nicht gewettet. Wow! Nicht in die Lava fallen. Oh! Oh, oh, oh!
Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben ein richtiges Problem. Scheiße! Scheiße! Du musst... Oh! Okay. Leute, unser erster Abstecher in den Vulkan ist etwas tragisch geendet. Ich gehe auch nicht mehr davon aus, dass wir jetzt unsere ganze Ausrüstung bzw. den Blattzocker wiederbekommen. Sollen wir es nochmal wagen? Okay, wir nehmen unseren zweitbesten Blattstalker. Das Gute ist, die Blattstalker sind ja hier mehr oder weniger Wegwerfware, wenn man genug Bloodpacks hat. Und sowas, wir schwingen uns... Ah! Das war halt jetzt ein bisschen Pech, muss ich sagen. Hätten wir genug Ausdauer gehabt, hätten wir jetzt auch gar kein Problem gehabt. Aber da die Ausdauer für den Arsch war, ja, konnten wir halt auch nichts mehr machen, so wirklich. So, ich glaube, das ist wieder die Höhle, die wir eben waren. Ich hoffe es zumindest. Wir gehen diesmal etwas gechillter rein, in der Hoffnung, dass wir, ja, diesmal mehr Glück haben. Also erstmal hier... Ah, nein, nicht ranziehen! Ah! Sind die alle aggro auf mich? Ich verpiss mich gerade mal schnell. Oh ne, leck mich. Jetzt ist hier ein T-Rex. Und ein Magmasaurus. Ja, scheiß die Wandern. Okay, wir haben keine Chance jetzt hier länger zu bleiben. Wir müssen in die Höhle rein. Okay, zum Glück haben wir den Speedster-Modus aktiviert. Okay, das war jetzt einer der schwersten Teile bisher. So, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir gleich unsere Ausdauer regenerieren, bevor wir hier überhaupt reingehen. So, am besten jetzt schon. Wer weiß, was gleich kommt. Genau, erstmal ein bisschen angeschissen. So, okay, jetzt gehen wir ganz easy hier rein. Da vorne ist ein Magmasaurus, auf den wir eigentlich keinen Bock haben. Da oben ist etwas, das wir ranziehen können. Das machen wir auch gleich mal. Du gehst uns definitiv nicht mehr auf den Sack. Oh, the next one. Okay, das machen wir jetzt ganz easy. Wir machen einen nach dem anderen einfach platt. Ihr müsst das jetzt nicht alles sehen. Aber wir gehen jetzt hier ganz cool in die Höhle rein. Okay, wir müssen hier raus. Der Vulkan bricht aus, Leute. Okay, wir müssen jetzt ziemlich schnell raus, habe ich das Gefühl. Oh, es wird rot, es wird rot, es wird rot. Wir sterben. Ich sehe es schon, komm, wir sterben. Ah, komm raus, wir haben es fast. Oh, direkt von die Nase von dem T-Rex. Okay, wir haben es rausgeschafft. Gerade so. Okay. Oh, in letzter Sekunde, Leute. Seht euch an, da bricht der Vulkan aus. Da geht alles hoch. So, und wir müssten jetzt natürlich abwarten, bis dieser Vulkan hier fertig gespeit hat, damit wir wieder in die Höhle rein können. So, wir haben es gerade so aus dem Vulkan rausgeschafft. Das Problem ist, unser zweiter Blattstalker ist immer noch da drin, plus unsere Leiche mit dem ganzen Stuff, den wir haben. Jetzt wollte ich eigentlich bei Helena hier mir ein Kryopod kaufen. Aber durch das Update sind die Kryopods nicht mehr vorhanden. Das ist ein bisschen blöde, finde ich. Ja, wir haben zum Glück ein paar. Aber jetzt nicht zur Hand. Und ich habe jetzt halt auch keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Deswegen, Leute, wir gehen einfach rein in der Hoffnung, dass jetzt hier... Nein, fangen wir. In der Hoffnung, dass wir jetzt einfach den Vulkanausbruch nicht miterleben. Zumindest nicht gleich. So, da unten ist unser Freund, der Magmasaurus, dem wir aus dem Weg gehen wollen. Und jede Menge Skorpione, denen wir auch am besten aus dem Weg gehen.
So, dann ganz schnell hier rein. Okay, es gibt ja auch irgendwie einen Zugang, der ein bisschen einfacher ist. Aber den habe ich bisher nicht gefunden. Deswegen müssen wir uns jetzt hier mit dem hier irgendwie zurechtfinden. Auch wenn es hier ein bisschen weiter reingeht. Aber ja, ihr seht, hier kommen wir dem Ganzen schon näher. Da hinten ist wieder ein Magma. Den gehe ich auch aus dem Weg. Da hinten ist noch einer. Ihr seht, warum die hier ziemlich praktisch sind. Also die Bloodstalker. Okay, jetzt sehe ich natürlich nichts. Oh, da unten wird unser gelünscht. Aber wir sind dort, wo wir hin wollten. Also hier gibt es die Eier. Wow! Okay, wir müssen mal irgendwie weg. Oh shit! Oh shit, shit, shit! Ich komme hier nicht mehr raus. Und wir haben Broken Bones. Und ja, wir sind tot. Sehr gut. Der nächste, der für den Arsch ist. So, ja, das ist halt jetzt das Blöde an der ganzen Sache. Gut, die... Na, ihr habt es gerade gesehen. Ah, jetzt habe ich so schnell weggeklickt, aber da lagen die Eier quasi vor uns. Schön, wieder ja, hier und wir essen bereit zu sein. Ja, die klappen. Ja, das ist halt das Blöde an der ganzen Story hier, weil... Oh, da wird was angegriffen. Ah, ne, ist irgendwas Kleines. Das ist das ganz Blöde hier an der Story. Weil wir müssen uns beeilen, wir werden sehr schnell von irgendwas angegriffen und so. Und ja, ist halt nicht so easy. Oh, da oben ist ein... Wie nennt sich's? Ein Basilisk. Die wir hier scheinbar auch in Genesis gar nicht zählen können. Was eigentlich zu schade ist. So, ja, aber ich glaube mit dem... Oh, zwei sogar. Na gut, mit denen haben wir ein leichtes Spiel gemacht mit Blatt, bevor sie in die Base kommen. Ja, wir sterben auch gleich. Okay, einer ist tot. Ah! Du kannst es. Ich hoffe, unser Freund hier kommt da klar mit. Wir müssen zufällig spawnen. Ich hoffe, wir spawnen dort, wo wir hinwollen. Nee, war klar, wir spawnen okay. Irgendwo anders da. Wieder zurück. Koordinaten bestätigt. Teleport vollständig. Wow! Jetzt kommt hier so ein Scheißvieh auf mich zu. Wo kommst du her? Aus was für einem Loch? Boah, diese Folge wird wie die letzte eine totale Chaos-Folge. Und ja, das, ihr seht schon, also hier das Feuerbiom, das ist wirklich sehr, 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 sehr übel für uns. Und ja, wir sollten uns eigentlich demnächst mal krasse Dinos zähmen. Auf jeden Fall sollten wir die uns zähmen. Okay, unser Kano hat es geschafft. Frisst auch direkt mal meine Leiche auf, der Penner. Okay, war eh nichts drin. Aber was hat denn hier der Basilisk so am Start gehabt? Okay, die Schuppe nehmen wir mit. Okay, das brauchen wir nicht hier von dem. So, ich packe ich ein. So, wir haben alle wieder zurück in die Base geschafft. Mehr schlecht als recht. Ja, jetzt heißt es erstmal neu ausrüsten, denn wir haben eigentlich gar nichts mehr am Start. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, da das Ganze jetzt hier langsam zu einem kleinen, großen Desaster entwickelt, habe ich jetzt beschlossen, mir hier erstmal so eine kleine Zehnfalle aufzubauen. Denn hier hinten sind so ein paar Allosauren, die würde ich mir jetzt mal zähmen wollen. Ja, der Frustfaktor ist halt mittlerweile auch ziemlich groß, muss ich ehrlich gestehen. Okay, das ist jetzt mal eine improvisierte Zehnfalle auf die Schnelle. Mal gucken, dass die Alus jetzt hier nicht um die Ecke kommen. Ich weiß nämlich nicht, ob die auch durch die kleinen Tore hier kommen. Wenn ja, wäre es ein bisschen blöde. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell hier so.
Ist okay, wir sind weitestgehend gut präpariert. Ich pack den nochmal schnell in der Base. Ah, jetzt gehen sie auf. Sehr gut, dann können wir auf die Suche nach Alus gehen. Da hinten sehe ich auch schon einen. Treffen wir den von hier? Wäre natürlich sehr nice, wenn die jetzt beide herkommen. Oh, da kommt er. Komm ich hier durch? Nee, komm ich nicht. Oh, shit. Ich muss hier raus. Genau. So, Tür zu. Alu ist gesaved. Sehr gut. Was für ein Level hast du, Kumpel? Ich hab doch hier, genau, Fernrohr mit dabei. So, ich hoffe, du bist 135. Ja, das ist nice. Mit dir können wir arbeiten. Okay, das andere Problem ist, ich muss mir jetzt erstmal hier Betäubungsdarts herstellen. Ich weiß auch nicht genau, wie viele wir brauchen. Aber wir können hier schon mal aus unserem Vorrat etwas rausschöpfen. So, alles hier rein. Waffen, Munition. Wollen wir erstmal hier ein paar. 29 können wir nur. 36. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden. Uns fehlt natürlich, ja, Schießpulver. Sehr viel Schießpulver. Ja, im Notfall, wir haben ja hier immer noch unsere, genau, Betäubungsfeile. So, dann nehmen wir jetzt hier ein paar Armbrüste noch extra mit. So, los geht's, Leute. Auf zur Zähmung. Ihr wartet hier auch schon ganz gemütlich auf uns. Hut backt raus! Ich glaub's nicht! Ja, scheiß die Wandern, ey. Ich glaub's nicht. Mann! Ja, mach den fertig. Ah, dieser Folge klappt echt nix. Okay, alles down. So, was machen wir jetzt? So, ja, wir können jetzt hoffen, dass wir vielleicht irgendwie nochmal den zweiten hier kriegen, der auch vielleicht ein High Level ist. Was ich jetzt bezweifle. So, diesmal sollten wir dann die Mauer noch etwas höher ziehen. Drei haben wir, ein bisschen mehr brauchen wir schon noch. So, okay, alles steht. Wir gehen auf die Jagd nach dem zweiten Alu. Ah, der hängt da hinten. Okay, bevor wir jetzt die ganze Munition verschwenden, schaue ich erstmal, was für ein Level der überhaupt hat. Okay, 45. Ne, der ist einfach komplett useless. Wobei, ist der schon im Fluchtmodus? Wenn ja, wäre es ganz geil. Dann könnten wir den uns trotzdem holen. Dann haben wir zumindest einen schon mal. Einen Wegwerf-Alu. Wo auch immer er jetzt hingeht. Oh, er kommt auf uns zu! Scheiße, lauf! Ich will jetzt nicht hier so von so einem Billo Alu getötet werden. Okay, er hängt mal wieder. So, Boy, was ist jetzt Sache? Bleibst du hängen oder kommst du oder was machst du jetzt? Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Jawohl, er ist down, Leute. Sehr gut. Die Frage ist jetzt, wie lange überlebt er? Wow. Okay. Da haben wir ganz gut geparkt. Wir haben es ja schon in der letzten Folge erlebt, was passiert, wenn man auf so einer Fontäne steht. Ja, sehr gut, dass wir es nicht erwischt haben diesmal. So, jetzt gehen wir schnell hier irgendein Dino holen, am besten ein Kanu. Und safen den Kerl ab. Dann kriegt er auch gleich sein Futter rein. So, Narkotik müssen wir auch mitnehmen und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. So, okay, da wären wir, da liegt der immer noch, ein Glück. So, jetzt haben wir die Wahl, packen wir dem das Futter rein oder lassen ihn erstmal aushungern. Ich bin ja immer ein Fan von aushungern. Aber wir haben ja beim T-Rex auch gesehen, was das bedeutet. Hey, gut, wir haben so viele Pfeile in den reingeknallt und der hat noch nicht mal Half-Life verloren. Ja, vielleicht haben wir Glück mit dem. Eventuell
Wir schauen einfach mal, was uns in der nächsten Folge erwartet. Also ich werde jetzt nochmal kurz warten mit dem Futter und pack's ihm dann rein, wenn es Zeit ist. Und lange werde ich hier wachsam lauern mit meinem Kanu. Der passt auf, der ist hier voll badass drauf. Ja, der hat hier die Lage voll im Blick, ihr seht. Hier links, rechts und sowas. Ja, und Leute, in diesem Sinne, das war's für diese Folge. Ja, die letzten zwei sind ja nicht allzu gut gelaufen. Lustig für euch, scheiße für mich. Aber ja, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht offscreen jetzt so ein paar T-Rexe, Allosauren und sowas zähme, um dann in den Vulkan mit einer krassen Armee reinzulaufen. Und ja, keine Angst, ich werde von allem eine Aufnahme machen. Ihr werdet alles sehen, also keine Angst. Ich zeige es euch in Kurzform und ja, in diesem Sinne, Leute, was soll ich noch sagen? Das war's für diese Folge endgültig. Wenn es euch gefallen hat, wenn es lustig fandet, gebt mir noch einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo hier auf dem Button da, schaut die Playlist oder das Video an, teilt das Ganze mit euren Freunden und wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Genesis wieder. Bis dahin, Leute, ciao, macht's gut, euer GameXBeast.